Der zweite Begriff, die Lebensdauer einer Variable, das ist die Zeitspanne, während der Speicherplatz für eine Variable reserviert ist. Und das ist bei lokalen Variablen folgendermaßen definiert. Die Lebensdauer beginnt bei der Definition einer lokalen Variablen, das heißt, wenn während der Ausführung die entsprechende Anweisung ausgeführt wird, und endet nach der vollständigen Abarbeitung des Blockes, in dem sie definiert wurde. Das heißt, bei lokalen Variablen, die ja in Prozeduren, in Prozedurrümpfen oder boolschen Funktionsrümpfen definiert werden, wird Speicherplatz reserviert, solange diese Funktion ausgeführt wird. Ab der Definition. Und bei globalen Variablen, ja, globale Variablen sind während der gesamten Laufzeit, der gesamten Ausführungszeit eines Programms lebendig. Man kann sie während der gesamten Ausführungszeit nutzen.